begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Fachtalk Gebäudeenergiemanagement Netzanschlusspunkt, bei dem wir die eben gehörten interessanten Vorträge nochmal Revue passieren lassen wollen, die Themen diskutieren wollen und dafür hier ein großes Expertenpanel zusammengefunden haben. Gerne stelle ich die Teilnehmenden einmal vor. Neben mir sitzt Herr Markus Hettich, Vice President Building Business für die Dachregion von Schneider Electric. Auf meiner rechten Seite der Johannes Haug, Corporate Affairs Director bei der Firma Hager. Dann eben den Vortrag gehört von Peter Keldendonck, der Gründer und Geschäftsführer der KEO GmbH und auch Mitgründer und Vorsitzender der EWOS-Initiative ist. Dann ganz auf meiner linken Seite haben wir den Herrn Langels, der im Kompetenzzentrum KNX Regensburg der Siemens AG aktiv ist und auch Vorsitzender von KNX Deutschland ist. Und dann haben wir noch den Herrn Konzelmann als Geschäftsführer der Themen Smart Energy GmbH hier heute mit dabei. Genau, und bevor wir dann jetzt gleich einsteigen, möchte ich noch hinweisen, wenn es Fragen hier aus dem Publikum gibt, dann können Sie sich gerne kurz bemerkbar machen. Ich rufe Sie dann bei geeignetem Zeitpunkt gerne auf und dann können Sie Ihre Frage hier an die Experten richten. Und dann wollen wir auch gleich einsteigen in unseren Talk. Kurz würde ich dazu noch ein paar einleitende Worte sagen, wie wir das Thema bei uns im ZVI behandeln und dann geht es mit den ersten Fragen los. Vielen Dank fürs Wasser. Genau, bei uns im ZVI und in unserer Plattform Gebäude setzen wir uns für das Thema Elektrifizierung und Digitalisierung im Gebäudesektor ein. Wir haben dafür im Frühjahr letzten Jahres ein Projekt gestartet zum Thema digitale Verwaltungsschale im Gebäude. Das haben wir im Beirat der Plattform gestartet und dann hatten wir im Sommer letzten Jahres einen Workshop zu dem eben vorgestellten White Paper. Und das haben wir dann im Laufe des Jahres finalisiert, sodass es zu Beginn diesen Jahres veröffentlicht werden konnte, auf der ZVI-Website zum Download steht. Es gibt dort vorne am Counter so kleine Postkarten mit einem QR-Code, der dann auf die Seite führt, wo man auch unter anderem dieses Whitepaper runterladen kann. Das Whitepaper behandelt natürlich die internationale Dimension der Normen rund um den digitalen Netzanschluss, aber auch die deutsche Umsetzung und Rahmenbedingungen, die wir haben. Dabei im Fokus stehen natürlich vor allem die Themen Sicherheit und auch eine einheitliche Umsetzung. Und jetzt haben wir viel über die Technik gehört, wo wir natürlich, interessiert uns auch besonders, was kann diese Technik, was nutzt uns diese Technik. Da möchte ich an Sie, Herr Langels, einmal die Frage richten, welche Potenziale der flächendeckende Einsatz der Energiemanagementsysteme im Gebäudebestand hat. Ja, also zunächst mal hat natürlich Energiemanagement, so wie ich es vorhin auch gezeigt habe, zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, den Bedarf zu senken im Gebäude. Und im Rahmen der Energiewende sprechen wir natürlich darüber, wie wird eigentlich Energie, die das Gebäude benötigt, um letzten Endes die Komfortbedingungen bereitzustellen, diese Energie möglichst gering zu halten. Und da empfiehlt sich in jedem Fall ein auf das Gebäude abgestimmtes Energiemanagementsystem. Das haben wir heute in Zweckbauten, die auch professionell betrieben werden. Das haben wir in der Form heute in mittleren und kleinen Gebäuden, also auch Nicht-Wohngebäuden, nicht unbedingt so. Das heißt, wir haben also hier an der Stelle durchaus hohes Potenzial, mehr rauszuholen als das, was also heute mit den Systemen, die da sind, auch erreicht werden kann. Und ich denke, da ist ein sehr großes Potenzial, weil es halt eben Gebäude insbesondere unter 10.000 Quadratmeter betrifft, die da letzten Endes da auch tatsächlich heute weniger Gebäudemanagement haben. Und in großen Gebäuden, wo das jetzt auch vorgegeben wird von dem Gebäudeenergiegesetz, ist das schon lange Standard, dass man Gebäudemanagement hat. Das wird halt eben jetzt Stück für Stück von oben her leistungsmäßig immer tiefer in die Gebäude reingehen. Und etwa die Hälfte des bebauten Raumes ist in den kleinen, mittleren Gebäuden. Sehr gut. Vielen Dank. Ich gucke immer noch mal nach den Fragen in die Runde. Wenn es noch andere gibt, die sich dazu gerne äußern würden, gerne kurzen Hinweis geben. Würde ich noch mal auf die regulatorische Ebene zurückkommen. Wir haben es jetzt heute, das wurde auch viel gehört, Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz. Dann noch die Frage, was bedeutet dieser Paragraph für die Elektrifizierung im Gebäudesektor, Peter? Ja, ich habe das ja eben schon in meinem Vortrag kurz angedeutet. Also was bedeutet das? Im ersten Moment ist das für mich erstmal eine Win-Win-Situation, weil
warum ist das Gesetz überhaupt gekommen? Wir erinnern uns an Schlagzeilen wie Vinovia kann keine Wärmepumpen anschließen oder Ladestationen werden nicht mehr genehmigt, Wärmepumpen werden nicht mehr genehmigt. Also grundsätzlich hat dieses Gesetz erstmal eine Rechtssicherheit gebracht, nämlich jeder darf zum 01.01.2024 seine Wärmepumpe und seine Wallbox und was auch immer in Betrieb nehmen. Der Netzbetreiber darf nicht mehr sagen, kann ich nicht. Und im Gegenzug hat der Gesetzgeber gesagt, dann darf der Netzbetreiber aber auch die sogenannte Dimmung durchführen. Und damit ist es erstmal eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und damit kriegen wir einen Ausbauschub Richtung Wallboxen, Richtung Wärmepumpen hin. Das finde ich schon mal super. Und das andere, wir kriegen Digitalisierung. Wir kriegen Digitalisierung jetzt nicht in die Gebäude vom Herrn Langels, wo er zu Recht sagt, die hatten ja schon immer Gebäudeautomatisierung. Darum geht es nicht. Wir kriegen aber Digitalisierung auch in dieses Segment rein, was bis jetzt das nicht hatte. Die bis jetzt eigentlich dumme Gebäude waren. Und das wird jetzt da reingetrieben durch diesen Netzanschluss. Insofern führt das, glaube ich, nochmal zum Automatisierungsschub in der Ebene der Standardgebäude. Ja. Super, vielen Dank. Dann richte ich mich mal nach rechts. Johannes, kommen wir nochmal zu den Potenzialen zurück. Natürlich bietet die Steuerbarkeit, die wir dann auch im Rahmen von § 14a haben, noch weitere Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten. Daher die Frage, welche Potenziale denn zum Beispiel die flexiblen Tarife für uns im Gebäudebestand und auch im Neubau bieten können. Ja, flexible Tarife, das ist, ich sag mal, was Neues, weil bisher gab es Tarife eher mit festen Zeiten, die wir hier hatten. Und das schon über seit 30 Jahren. Ungefähr 15% in Deutschland haben einen Zweitarifzähler oder Dreitarifzähler. Das heißt, er wirkt natürlich in den Haushaltsverbrauch rein. Das heißt, man wartet bewusst auf eine Tarifschaltzeit, wo es entsprechend günstiger ist, die Waschmaschine oder sonstige Sachen zu betreiben. Das ist ein sehr eingeprägtes System. Dieser Wert 15% ist auch sehr konstant. Der entwickelt sich auch. Andere Länder sind da wesentlich weiter. Die haben 6, 7, 8 Tarife. Es gibt einen Hochzeitstarif, sogar habe ich gesehen in Italien. Es gibt einen Urlaubstarif. Es gibt verschiedene andere Tarife, die entsprechend dort existieren. Jetzt haben wir ein neues System. Das heißt, ab 01.01.2025 sollen flexible Tarife eingeführt werden. Zeitvariabel und lastvariabel. Das heißt, das ist eine neue Dimension der Tariflandschaft. Und hier kann natürlich der Tarif auch in den Energieverbrauch wirken. Man kann sich bewusst an diese Tarifzonen entsprechend orientieren. Sein Auto laden zum Beispiel. Und wenn man das jetzt noch weiter treibt, man hat eine PV-Erzeugung, man hat eine Ladesäule, man hat eine Wärmepumpe, einen Stromspeicher, dann wirken ja diese Tarife entsprechend auf diese Systeme. Und dann muss man genau entscheiden als Energiemanagement, wann lade ich das Auto, warte ich auf die Tarifzeit, hole ich die regenerative Energie und grundsätzlich haben Tarife, wenn sie eine entsprechende Tarifspreizung auch haben, also keinen Unterschied von 2 oder 3 Cent, sondern bewusst 10 bis 15 Cent Unterschied haben, natürlich einen Einfluss auf das Energiemanagement und damit auf die Effektivität des Systems, die entsprechende Energie auch sinnvoll zu nutzen oder effizient zu nutzen. So, zwingende technische Voraussetzung für das ist natürlich, dass man die Tarifschaltzeit mitbekommt über das Smart Meter Gateway, aber als Endkunde oder auch als Energiemanagementsystem muss ich auch die Wertigkeit des Tarifes auch mitbekommen. Das heißt, wie viel wert ist dieser Tarif? Ist er 10 Cent, 15 Cent, 20 Cent? Also das sind wichtige Informationen in dieser Marktkommunikation, die notwendig sind, damit ein Energiemanagement entsprechende Potenziale auch heben kann. Und wenn man von einer Autarkie von 70% ausgeht mit PV und Wärmepumpe, dann steigern wir ja damit die Effizienz mit diesen Tarifen entsprechend nennenswert auch an. Also man könnte da vielleicht noch ergänzen, dass wir uns nicht mehr an dieser maximalen Strombedarf ausrichten, sondern an dem, was wir jetzt einfach zur aktuellen Zeit brauchen, dass wir einfach die Effizienz steigern in den kompletten Systemen. Und das ist für mich auch hochspannend, was Johannes jetzt auch gerade gesagt hat, dass wir, sagen wir mal, die Menschen, die sich an dieses System anschließen, dass wir ihnen einen Mehrwert bieten, dass wir sagen, hey, guck mal, du kannst jetzt hier auch daran partizipieren, dass wir gerade, dass die Sonne scheint, dass die Windräder laufen und dass wir den Strom eigentlich so billig wie nie bekommen. Und dann kannst du dein Auto laden einfach mal für ganz wenig.
Euros. Und das sind Sachen, die machen uns, ich komme aus Baden-Württemberg, das hört man ja auch, ja, und uns Schwaben macht das brutal Spaß, wenn es was zu sparen gibt. Ja. Also da sind wir gleich dabei. Ja. Dann nimmt man einfach an dieser Energiewende auch teil, ja, und ist nicht nur irgendwo im System unterwegs, sondern hat ja wirklich da auch, sagen wir mal, den echten Mehrwert, den man auch direkt sieht. Genau, ja. Darf ich auch noch was? Ja. Also ganz kurz nur, das hatte ich in dem Vortrag ja auch angeteasert, das mit dem 14a ist eine Infrastruktur, die wir aufbauen. Wir bauen im Prinzip eine digitale Infrastruktur auf, über die wir dann in diesem Jahr die Leistungslimitierung, im nächsten Jahr die Tarife machen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt dadurch irgendwie in den nächsten Evolutionsquantensprung gehen, sondern wir nutzen das, was wir jetzt aufbauen, jetzt ausrollen, danach für die nächste Stufe. Also das greift aufeinander ein im digitalen Netzanschluss. Und das finde ich, ist auch eine wichtige Botschaft. Mhm. Das spielt zusammen. Ja. Herr Langels, Sie wollten noch was sagen? Ja, also ich denke, nicht nur die Anschlussleistung ist entscheidend, sondern auch, was im Gebäude an Fähigkeit ist, da ist Energie, die ich sozusagen selbst erzeuge oder auch vielleicht vom Netz her beziehe, dort zu speichern und dafür zu sorgen, dass der günstige Strom nicht nur in meinem Elektromobil, sondern auch im Gebäude zur Verfügung steht. Da meinte ich halt eben in Zeiten, wo halt eben der Strom auch teurer ist. Ich denke, man muss auch immer beides beschreiben. Es ist ja nicht nur so, dass es einfach mal nur billig ist, sondern an der Stelle sind Speicher im Gebäude sehr wichtige Elemente, um letzten Endes auch eine gewisse Fähigkeit zu haben, dass das Gebäude auch mal ein paar Stunden ohne externe Limits auskommen kann, sprich selbst das erzeugt, was halt eben abgeschaltet wird über den entsprechenden 14a. Und da liegt ein ganz großes Potenzial auch drin, tatsächlich die Effizienz der Dachflächen, die wir heute haben. Wir haben ja ursprünglich war es ein 100.000 Dächerprogramm, wenn ich mich gut erinnere. Das sind ja Millionen Dächer heute, die da sind. Und wir nutzen nur einen Bruchteil der Energie, die auf diese Fläche geht, tatsächlich aus, weil in vielen Fällen ganz einfach die abgeschaltet werden, weil das Netz einfach nicht die Energie, die dort erzeugt wird, auch übertragen kann. Und insofern sind Speicher das Mittel, um letzten Endes einerseits den Return on Invest in ein solches System auch zu steigern, aber vor auch die Widerstandsfähigkeit des Netzes auch zu steigern. Sehr gut, ja, genau. Den Ball möchte ich gerne aufnehmen, um einmal zum Thema Netz zu kommen. Natürlich wollen wir nicht nur im Gebäude digitalisieren, sondern immer das Gesamtsystem denken, wie wir es bei den flexiblen Tarifen tun, wie wir es bei vielen anderen Technologien auch tun. Und deswegen die Frage an Sie, Herr Hettich, welche Investitionen denn im Niederspannungsnetz prioritär getätigt werden müssen, um die Digitalisierung im Gebäudesektor zu unterstützen? Ja, der 14a findet ja auf zwei Seiten statt. Der findet einmal im Gebäude statt und er findet einmal vor dem Gebäude statt. Das heißt, der Energieversorger muss ja nun mir die Informationen schicken, idealerweise per EE-Bus übertragen über Smart Meter Gateway ins Gebäude, ins Energiemanagement. Und um diese Infrastruktur beim Energieversorger aus der analogen Zeit in die digitale Zeit zu bringen, sind Investitionen möglich. Es gibt einige, die versuchen zu überbrücken über ein Rundsteuerrelais. Das sendet leider nur an aus. Das ist ein bisschen wenig an Informationen, um wirklich zukünftige neuere Anwendungen unterstützen zu können. Und somit ist auf der Niederspannungsseite dieses schwarze Loch, was zwischen Hausanschlusskasten und Trafostationen existiert, auf der Niederspannungsseite zu füllen durch Datenerhebungen. Wir haben EVUs heute schon im deutschen Markt, DSOs, Stromnetzversorger, die dementsprechend investiert haben. Die können das bereits mit anderen Techniken als einem Rundsteuersignal umsetzen. Und hier ist halt gefordert, wenn wir wirklich ein Beispiel, wenn ich jetzt in einem Straßenzug sehr viel PV produziere und einer möchte sein Auto laden, dann wäre es doch ideal, wenn nicht erst der gesamte Strom über die Trafostation fließt, sondern dass eben durch die Regelung, durch die Anreizsysteme genau dort, wo der Strom produziert wird, nämlich in dem Abschnitt, der auch verbraucht wird. Und dafür brauche ich als Energieversorger auf der Niederspannungsseite auch die Transparenz, eben auch eine Digitalisierung. Und das darf man nicht vergessen, weil es wird weitere Use Cases, es wird weitere Möglichkeiten geben, CO2 zu vermeiden, Energie direkt vor Ort zu verbrauchen. Es wird neue Modelle geben. Wir haben sehr viele gute Feldtests in der Vergangenheit gesehen. Und am Ende ist auch eins, das muss einfach gehen. Das heißt, ich möchte in meine Anlage einen Baustein integrieren. Ich schließe an, was schon da ist, mache vielleicht noch was dazu, bekomme das Signal vom Energieversorger und es läuft.
Weil manchmal in der ganzen Diskussion, die wir führen, sind Endverbraucher geschockt, was da alles zu tun ist. Dass das komplett Rocket Science wäre, das ist es nicht. Also man sollte auch die Einfachheit der Systeme, die wir auch als Industrie unterstützen, einfach zu installieren, schnell zu installieren, für den Endverbraucher gut zu benutzen, den Komfort zu haben, dass er seine Energie verbrauchen kann und der Energieversorger, dadurch, dass er digitalisiert ist auf der Niederspannungsstrecke, auch Sachen anbieten kann, wie zum Beispiel nur in einer Häuserzeile einen anderen Tarif. Und das ist mit dem Grundsteuersignal so heute nicht machbar. Dankeschön. Also Fazit von den beiden Blöcken, es müssen nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher mitgenommen werden, sondern auch die Energieversorger, damit an allen Seiten, sagen wir mal, die Infrastruktur so zukunftsfähig ist, dass wir in Deutschland ja, unsere Klimaschutzziele im Gebäudesektor schaffen können, dass wir es erreichen, dass alle von Digitalisierung und Elektrifizierung im Gebäude auch profitieren können. Jetzt haben wir vorhin schon ein paar Produkte, die da oder Systeme, Technologien, die dafür wichtig sind, gehört. Kommen wir einmal zu einem auch sehr bekannten Produkt, zum Smart Meter Gateway und dann gerne auch zum intelligenten Messsystem. Da würde ich einmal die Frage an Sie, Herr Konzelmann, stellen, in welcher Geschwindigkeit schreitet der Rollout denn voran? Wie kann der beschleunigt werden, beziehungsweise welche Hemmnisse gibt es da noch? Also wir haben es jetzt in Deutschland, seit wir, sagen wir mal, das Gesetz zum Neustart der Energiewende haben, einen regulatorisch stabilen Rahmen. Das heißt, Investitionssicherheit für die Akteure ist grundsätzlich gegeben. Und das spürt man natürlich auch in dem ganzen Rollout-Verhalten. Insgesamt ist es natürlich eine komplexe Architektur. Da ist es die Aufgabe der teilnehmenden Unternehmen, das auch so einfach wie möglich in die Umsetzung zu bringen. Da sind es ganz viele Themen wie Standardisierung, Standards, die irgendwo am Anfang vielleicht noch nicht so hundertprozentig aufeinander matchen, die einfach zu glätten und zu sagen, okay, hier haben wir noch Anpassungsbedarf. Aber wenn man jetzt deine Anfangsfrage zurückgehen, dann ist es so, dass wir da wirklich eine höhere und höhere Dynamik bekommen in diesem Rollout. Wir selber sind ja eines von 5 Unternehmen, die über ein zertifiziertes Gateway verfügen und von Anfang an auch diesen Markt begleiten. Und es kommen mehr und mehr Anbieter mit rein. Es kommt auch immer mehr Ideenpotenzial mit rein. Es wird vielen Marktteilnehmern klar, dass diese neue Infrastruktur, die entsteht mit 15 bis 20 Millionen Anknüpfungspunkten in Deutschland, dass sie auch ein ungeheures Geschäftspotenzial bietet. Ja, also Unternehmen wie 1,5 Grad, Enpal, Octopus Energy, das sind Unternehmen, die dann schon mit Mehrwerten, also mit wirklich Zusatzangeboten auf dieser Infrastruktur ums Eck kommen, die haben alle drei genannten, haben im letzten Jahr über 200 Millionen gemercht. Da gibt es ganz viel Kapital, das jetzt in diesen Markt reinfließt und dementsprechend ist die Dynamik auch hoch. Wir laufen schneller und schneller, die Prozesse laufen besser ineinander und somit macht es auch insgesamt dann eben auch mehr Freude. Ja. Vielleicht eine Ergänzung. Wir erleben das hier auch auf der Messe, aber auch davor, dass das Smart Meter Gateway immer in Verbindung gebracht wird mit dem klassischen Auslesen. Ja. Natürlich kann man damit auch Zählwerte auslesen, man kann Tarife, wie eben schon gesagt, empfangen und auch verarbeiten, aber es ist auch grundsätzlich ein Sicherheitsanker für andere Anwendungen. Ja. Ich hole jetzt mal das Beispiel bidirektionales Laden. Das Auto, das in zwei Richtungen laden und auch abgeben kann, das kann arbeiten, das kann als Flexibilität entsprechend eingesetzt werden. Und wenn ich das tue, habe ich als Kunde auch den Anspruch, wenn ich Handel betreibe mit dieser Flexibilität, dass es erstens sicher ist, dass es vertrauenswürdig ist, weil hier fließt am Ende des Tages Geld für diese Flexibilität. Und das, denke ich mal, ist ein extrem wichtiger Punkt. Das zweite ist PV-Vermarktung. Der Herr Langels hat das schon gesagt. Das heißt, wir sollten schon hingehen, jedes Dach dorthin gehend ausreizen, dass wir möglichst 7 Quadratzentimeter nutzen. Alles, was ich zu Hause nicht verbrauche, natürlich in den Speicher, in das Auto. Aber auch da kann ich ein Vermarktungsmodell entsprechend aufbauen, dass diese PV-Energie natürlich in
den Spotmarkt so bedient wird, damit ich auch Geld verdienen kann. Auch das ist eine vertrauenswürdige und sichere Angelegenheit. Das will ich nicht über mein, ich sage jetzt mal, Smartphone oder Kanäle machen, wo nicht sicher sind. Nachher fließt Geld, nennenswert. Ob ich das als Industriebetrieb mache oder als Wohngebäude, bleibt dahingestellt, oder Mehrfamilienhäuser. Aber das ist ein sicherer Kanal für mehr wie nur Zähldaten auslesen. Ja. Und das, denke ich mal, ist der Mehrwert auch für dieses Produkt. Na gut, vielen Dank. Langels. Also das Smart Meter Gateway ist definitiv ein Weg, sicher ins, ins Gebäude zu kommunizieren. Aber es ist nicht der einzige. Also wir haben ja heute schon im Zweckbau Anlagen, die tatsächlich auch professionell betrieben werden. Und dort haben wir keine Anlagen, die von außen angegriffen werden dürfen. Das macht die Gebäudeautomationsindustrie definitiv professionell. Und die Verfahren, die dort verwendet werden, um Daten zu verschlüsseln, sind dieselben, die auch das BSI vorgibt. Also insofern, sage ich mal, überall da, wo diese Verfahren, die heute Standard sind, und das BSI hat nicht ein spezielles Verfahren, sondern es sind Standardverfahren, und wo die angewendet werden, hat man diese Sicherheit. Und insofern ist, möchte ich das ein bisschen relativieren, dass mit dem Smart Meter geht, wie das alles sicher wird. Wir haben heute schon die Lösungen, die auch über ganz normale Netze gehen. Also um es klar zu machen, im Wohnbau haben wir sowas nicht. Insofern brauchen wir dort unbedingt das Smart Meter Gateway. Und im Zweckbau, wo wir in der Gebäudeautomation über die verschiedenen Protokolle heute schon Cyber Security nach PSI erzeugen können, brauchen wir das nicht, weil es bereits existiert. Aber diese Gebäude stellen halt die geringere Anzahl dar. Mhm. Da ist es schon gelöst. Und die Masse der Wohngebäude, die da sind, wo es noch nicht gelöst ist, dafür brauchen wir das Smart Meter Gateway. Danke. Da ich gucke einmal ins Publikum, ob es irgendwie Fragen aus der Runde gibt. Gerne nehmen wir die auch auf. Aktuell sehe ich da nichts. Dann Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt in Deutschland natürlich einen sehr heterogenen Gebäudebestand. Viele Gebäude sind individuell gebaut, geplant, umgesetzt, und daraus ergeben sich halt eben auch unterschiedliche Anforderungen und Potenziale, die man durch Elektrifizierung, Digitalisierung erreichen kann. Vielleicht kann ich hier einmal in die Runde geben und darum bitten, dass jeder mal ein Beispiel aus der Praxis oder was er so kennt aus der Umsetzung dazu kennt, welche Anforderungen und da auch Potenziale bei bestimmten Gebäudetypen denn besonders zu beachten sind, besonders auch mit Blick auf Wohngebäude. Herr Langels, mögen Sie gerne damit anfangen? Also wenn wir Wohngebäude betrachten, dann ist eigentlich das, was ich vorhin schon in meinem Vortrag sagte, nämlich dass Gebäude individuell sind, dort eigentlich am deutlichsten zu sehen. Ich kenne zumindest kein einziges Wohngebäude, das die gleichen Grundrisse und Installationen hat. Und damit ergibt sich letzten Endes dort keine standardisierte Vorgehensweise. Und an der Stelle, gibt es vielleicht die sichere Übertragung der Informationen vom Netzbetreiber ins Gebäude. Aber letzten Endes im Gebäude gibt es ein Netzwerk, und dieses Netzwerk wird vom Gebäudebetreiber betrieben, also auch von demjenigen, der sein Wohnhaus hat. Wenn das umgestellt werden muss, dann sind dort natürlich ganz andere Vorgänge oder Änderungen notwendig. Und ich kann zumindest sagen, dass ältere Gebäude definitiv nicht die Möglichkeit bieten, dass man da Cat6 mal eben so nachzieht. Und das geht bis in die 80er Jahre hinein, dass das nicht möglich ist. Also von daher zu sagen, dass Smart Meter Gateway ist sozusagen die Lösung, die das letzten Endes bietet, ist da schon grenzwertig. Denn wenn ich zum Beispiel eine Dach-PV habe, habe ich dort oben auch meinen Controller. Das heißt, ich muss dort letzten Endes dann auch meine Leitung raufziehen. Und spätestens da, sage ich mal, wird es individuell, das Ganze. Das heißt, es ist aus meiner Sicht definitiv kein Selbstläufer, das Ganze, und es muss letzten Endes auch sehr gut vorbereitet werden. Und wir sind ja in intensiven Diskussionen in unterschiedlichen Gremien, um genau das zu erreichen. Und ich denke, da sollte man dann auch ganz klar den Fokus darauf setzen, wie kriegen wir das hin, dass es einfach wird und ein Massenthema. Wenn das nicht so einfach wird, dass es jeder Elektriker und jeder Heizungs-Sanitärinstallateur auch unterstützen kann, dann ist es nicht umsetzbar und wird scheitern.
allein an den Kosten, die nämlich für die Leistung da sind. Das heißt, wir haben als Industrie die Aufgabe, gemeinsam dafür zu sorgen, dass es tatsächlich auch funktioniert. Und ich sehe zumindest, dass wir da noch einige grundständige Aufgaben zu erledigen haben, die über das hinausgehen, was wir heute haben. Also ich denke, da haben wir schon noch Hausaufgaben, ne? Ja, dem stimme ich zu, möchte aber sozusagen mehr Optimismus verbreiten, denn wir haben ja tatsächlich eben auch bei mir im Vortrag gesehen, relativ einfache Anwendungen und damit können wir mal starten. Das ist sicherlich erstmal die Basis, aber 80% des Einfamilienmarktes, Häuser kriegen wir damit schon mal abgedeckt und da gehen wir über ein klassisches Heimnetz, da können wir WLAN nutzen, da können wir genau diese Verkabelungsthematiken umgehen durch den Einsatz von Mehrwertmodulen, von Steuerboxen, die die Netztrennung machen. Ich glaube, dass da die Hausaufgaben schon gut gemacht wurden und dass wir da schon starke Ansätze haben, mit denen wir jetzt in 2024 genau jetzt losrennen können. Und ja, Hans-Joachim hat richtig gesagt, das Thema im Bestand. Das heißt, die ganzen Einfamilienhäuser, ja, die jetzt vielleicht in den letzten Jahren auch auf die Dachflächen eine PV-Anlage bekommen haben. Das Thema ist, herstellerübergreifend einfach eine Installation hinzubekommen, sodass Energiemanagement dank des Signals vom SMGW auch funktioniert. So, und wir haben über ein Jahr einen Feldtest gemacht, haben jetzt auf der Light & Building das Ding gelauncht. Und das ist das erste Produkt, wo genau das tut, nämlich herstellerübergreifend mit dem Smart Meter Gateway und der EE-Bus das zu regeln. Und das kann man im Altbau einsetzen, im Einfamilien- und Zweifamilienhaus. Da sind die Dachflächen vor den letzten 20 Jahren bereits mit PV belegt worden. Diese Anlagen kommen jetzt aus ihren Netzrückvergütungssystemen raus. Ja. Und dort entsteht ein Bedarf, den wir abdecken müssen als Industrie und können. Und der muss einfach abzudecken sein. Und ich brauche da nicht eine Ingenieursausbildung und 5 Tage, bis die Anlage läuft, sondern ich sollte nach einem Tag mit der Anlage in Betriebnahme fertig sein, mit Dokumentation und allem drum und dran. Mhm. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Genau. Als Industrie mit offenen Protokollen und nicht mit proprietären Systemen. Ja. Und das nächste ist ganz klar das Mehrfamilienhaus. Wir haben mit den Mieterstromkonzepten den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Aber hier fehlen auch noch einfachere Systeme, um das Ganze zu vernetzen und zu verknüpfen, die herstellerübergreifend auch funktionieren. Danke. Ja, also ich habe eine Zahl mitgebracht. Wir haben 166 Millionen Gebäude in Europa. Und die sollen bis 2050 sollen die klimaneutral sein. Stand heute haben wir genau 1,2%. Das heißt, wir sind weit hinter dem Plan zurück, um diese Ziele zu erreichen. Trotzdem, aus meiner Sicht, gibt es Hoffnung, wenn man die Chancen nutzt. Zum Beispiel jede Sanierung dafür verwendet, damit das Gebäude, das saniert wird, entsprechend vorbereitet wird für das, was da kommt. Das ist für mich elementar, dass man diese Chance nicht vergibt, sondern entsprechend dort Vorbereitung trifft für Ladeinfrastruktur, für Wärmepumpe, für Cut-6-Leitungen, für die Photovoltaikanlage. Ich sage nicht, dass alles sofort kommen muss als Zwang, sondern es muss vorbereitet werden. Das ist für mich elementar. Und wenn es das ist, dann können wir mit einem möglichst geringen Invest entsprechend diese Gebäude dorthin bringen, wo sie eigentlich sein sollen, nämlich klimaneutral. Ich finde es auch eine Diskussion, ob man jetzt das Thema mit PV-Pflicht, so wie Europa das haben will, begegnet oder ob man eher Marktmodelle in den Vordergrund stellt, wie zum Beispiel das Österreich und jetzt auch Italien gemacht hat. Die haben ein Energiegemeinschaftsmodell, das heißt, regional kann ich die erzeugte Energie, PV zum Beispiel, auch an Menschen weitergeben, an Nachbarn, die weder das Kapital haben, um in diese Technik, in Wärmepumpe oder PV entsprechend einzusteigen. So, und damit schaffe ich es zum Teil, nicht 100%, aber zum Teil, diese Haushalte auch ein Stück weit an die Klimaneutralität dabei heranzuführen. Zumindest mal ein Teil, nicht 100%, aber das ist zutiefst sozial, das ist auch zutiefst logisch. Die Menschen in Italien und in Österreich geben einen klaren Beweis, dass sie das wollen, dass sie das unterstützen. Italien hat das jetzt nach dem Feldtest gemacht und es ist ein regelrechter Boom ausgelöst worden für PV-Anlagen, entsprechend das zu machen. So, das sind Modelle, die wir brauchen,
Der politische Rahmen gibt das in Europa her. Es muss nur national entsprechend umgesetzt werden. Und das sind Leitplanken, das sind keine Vorgaben, sondern das sind Leitplanken, in denen wir uns als Industrie hier alle zusammen austoben können, Innovationen auch vorantreiben können. Und ich sage mal, der Mensch, der Bürger, der kann entsprechend auch beteiligt werden, und zwar sinnvoll beteiligt werden. Das sind für mich logische Modelle, Chancen nutzen und entsprechend neue Modelle initiieren. Ja, also wenn ich so die Fakten hier höre, dass wir bei 98% der Gebäude noch was zu tun haben, dann geht mir das Herz auf, ja? Weil wir sind Unternehmer, da gibt es irgendwas zu tun und man kann da gute Sachen mitmachen. Das ist einfach so die Herausforderung, die auch da ist. Und wir sind ganz tolle Unternehmen, alle, wie wir hier so am Tisch sitzen oder auch im Plenum sitzen, die daran mitwirken können. Ja, und dann entsteht was Neues und auch was sehr Spannendes und im besten Fall was richtig Nachhaltiges. Ja, das sind die Dinge, die mich jetzt motivieren bei solchen Dingen. Im Gebäude geht es für mich so, wenn man in den privaten Wohnraum schaut, dann geht es erstmal darum, das Bewusstsein irgendwie zu schaffen für Energie. Ja, heute ist es so, wenn man, ich glaube, wenn einer von Ihnen jetzt hier unter der Dusche steht und der ist fertig mit Duschen, dann macht er in der Regel das Wasser aus. Ja, das gibt es überhaupt nicht, dass man das weiterlaufen lässt. Aber wie ist es mit der Elektrizität? Ja, das machen wir nicht aus, da läuft es weiter, da läuft es weiter. Und in der Masse sind es dann unglaubliche Megawatts, die hier durch die Gegend laufen oder die wir produzieren müssen. Und das ist so ein Thema, das bringt uns überhaupt keinen Komfortgewinn, sondern das müsste einfach dann eben wieder automatisiert, dann eben ausgeschaltet werden. Und natürlich wollen wir nicht auf Komfort verzichten, muss ja auch gar nicht sein. Da sind wir mittlerweile clever genug, das Ganze wirklich gut umzusetzen. Ja. Jeder hat es hier irgendwie im Kreis schon gesagt, Standardisierung, das Ding schauen, dass das aufeinander matcht, dass wir das vorwärts treiben können und dann ist es eigentlich das Tun, ja, auf der Basis, auf der wir heute stehen. Wir sind ja, ich sage es immer mal ganz salopp, wir sind ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, sondern wir haben eine Vergangenheit, wir wissen, wie das zu machen ist und deshalb können wir, glaube ich, auch uns das zutrauen, dass wir so in Deutschland und eben auch in Europa, und das sehe ich von meiner Warte aus eben auch, das wurde lange, naja, der deutsche Lösungsweg ist halt der deutsche Lösungsweg, ja, die haben eh einen Knall, die machen das eh zu sicher und mit jedem Jahr, wo wir jetzt da weiterlaufen, wird immer klarer, dass das ein ganz zukunftsträchtiger Ansatz ist, dass wir da sicher kommunizieren müssen im Energiesystem, das so wertvoll ist für unsere Gesellschaft. Also das ist für mich klar, ja, sonst würden wir es auch nicht so treiben. Ja, da hängt mein ganzes Herz drin und jedes graue Haar, das ich auf dem Kopf habe, das hängt da eben auch mit drin. Ja, also ja, von dem her, meine sind alle weg. Auch das Ding der Schritte, ja, ein Schritt nach dem anderen, nicht unbedingt immer gleich vom Komplexesten ausgehen. Sehr gut, vielen Dank. Dann kann ich zusammenfassend nochmal sagen, wir haben bei uns viele Lösungen, wir haben die Technologie ist da, wir müssen noch einige Gruppen erreichen. Wir haben jetzt gehört, die Verbraucherinnen und Verbraucher, Energieversorger, aber auch das Handwerk, da ist noch viel zu tun, um Dinge zu vereinfachen, um Dinge klar zu machen, um zu zeigen, es geht, es ist umsetzbar und die Vorteile, die sind so riesig, dass wir ohne diese umfassende Elektrifizierung und Digitalisierung im Gebäudestand die Ziele nicht erreichen werden. Und daher wollen wir uns da auf den Weg machen. Noch ein kurzer Hinweis, Johannes hat es angesprochen, die europäische Ebene. In der kommenden Woche wird das Europaparlament über die EPBD abstimmen und da weiß ich nicht, wie viele von Ihnen das verfolgt haben, aber wir haben es intensiv verfolgt und da drücken wir natürlich alle die Daumen, dass das durchgeht und dass Europa sich da auch auf den Weg macht und den Rahmen setzt, dass wir in Deutschland dann auch eine nationale Umsetzung kriegen, die uns nach vorne bringt und die den Gebäudestand etwas klimaneutraler macht. Und dann, wenn es hier in der Runde nicht noch weitere Statements oder Punkte gibt, bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Teilnahme, einmal hier auf dem Podium und natürlich auch bei Ihnen im Publikum. Und dann wünsche ich Ihnen noch schöne Messetage und alle stehen, denke ich, auch an den jeweiligen Ständen fürs persönliche Gespräch gerne noch zur Verfügung. Vielen Dank.